Hallo, hier das Recap-Video der Einführungsveranstaltung der ersten Stunde von Grundlagen Unreal Engine 5. Nachdem ihr den Epic Launcher installiert habt, wird das bei euch so aussehen wie hier im Bildschirm. Ihr werdet auf der linken Seite unter dem Epic Games Logo den Shop, die Bibliothek und die Unreal Engine haben. Wenn ihr bloß mit der Unreal Engine arbeiten wollt, könnt ihr unter Einstellungen die Bibliothek ausblenden und auch die Benachrichtigungen abwählen. Dann bleibt euch die Unreal Engine übrig. Hier findet ihr die Neuigkeiten, die von Epic für die Unreal Engine zur Verfügung gestellt werden. Beispiele, wie zum Beispiel das Datagame City Sample oder wie ich finde, sehr gut die Content Examples, die wie ein virtuelles Museum mit vielen, vielen der Inhalten und Funktionsmöglichkeiten der Unreal Engine darstellt. Ladet mal runter, schaut mal rein. Im Marktplatz findet ihr, nachdem wie immer das hier alles sehr langsam lädt, die aktuell kostenlosen Assets und natürlich den kompletten Marketplace mit den Assets. In der Bibliothek seht ihr, welche Engine-Version ihr installiert habt. Ihr seht eure letzten Projekte, leider nicht sortierbar. Und ihr seht eure gekauften oder anderweitig erworbenen Plugins, Assets, die ihr hier verwenden, installieren und updaten könnt. Neue Engine-Versionen könnt ihr hier oben über den Plus-Button installieren. Könnt ihr dann hier die Version auswählen von denen, die noch nicht installiert sind oder das wieder deinstallieren. Nachdem ihr die Engine startet und hier seht ihr auch eure letzten Projekte, die ihr gemacht habt. Ihr seht die Templates für Games, Film, Video, Live-Events etc., Architektur, Automotive und Simulation. Wir gehen jetzt mal in Games und erstellen uns ein Blank-Document. Ah, Entschuldigung, ich habe vergessen. Bei den Einstellungen könnt ihr hier angeben, für welche Plattform das ausgerichtet ist, ob ihr vorrangig mit Blueprints oder C++ arbeitet. Bitte ladet euch am Anfang auch noch den Starter-Content mit dazu. Raytracing ist für optimierte Bild, also vor allem Lichtberechnung. Das brauchen wir jetzt nicht. Ihr werdet dem natürlich einen besseren Namen geben als mein Project 11. Vielleicht nennt ihr das, weil es unsere erste Stunde hier ist, Stunde 1. So, okay, das Projekt gibt es schon. Dann nennen wir es so, Stunde 1. Epic, wie auch hier im Browser, akzeptiert keine Leerzeichen. Also das funktioniert nicht. Bekommt ihr direkt eine Fehlermeldung. Mehr als 21 Zeichen solltet ihr das auch nicht haben. Was sehen wir hier alles im User Interface, in der Übersicht? Ganz dominant in der Mitte ist euer Hauptviewport. Ein Fehler, den ich immer mache. Ich vergesse, dass beim ersten Starten dürfte das Layout bei euch so aussehen. Das ist das neue Unreal Engine 5 Layout, wo ihr über Steuerung, Leertaste in den Content Browser kommt. Ich bin kein großer Fan davon. Ich nutze das Classic Layout, was ihr hier unter dem Dropdown Window Load Layout Unreal Engine 4 Classic Layout bekommt. Viel Übersicht, also für mich viel übersichtlicher. Und solange wir jetzt hier im Kurs sind, würde ich euch empfehlen, das auch so zu machen. Danach ist das natürlich komplett euch überlassen. Wir sehen hier ein Fenster, das ist euer aktuelles Untitled Level. Wir sehen die verschiedenen Akteure, die ihr in der Szene platzieren könnt. In der Unreal Engine sind alles, was ihr in die Szene werfen könnt, Actors. Das können Shapes sein, können Lights sein, etc. Unterscheiden tun die sich dann noch von Blueprints, wo wir später dazu kommen. Also wir haben ein Actors, Place Actors Fenster, wir haben den Viewer, wir haben den Outliner. Der Outliner zeigt euch alle Elemente an, die sich aktuell in der Szene befinden. Auch jene, die vielleicht ausgeblendet sind. Also wir könnten hier auch den Landscape da deaktivieren. Die wird bloß im Viewport deaktiviert. Im
Sobald ihr das Game oder eure Animation startet, ist das immer da. Das müsstet ihr dann manuell ausschalten. Hier unten im Content Browser seht ihr alle Elemente, die aktuell in der Unreal Engine geladen sind. Das heißt, alles, was im Starter Content ist, alles, was ihr aus der Quixel Bridge habt, alles, was ihr auf irgendeine Art und Weise in die Engine importiert habt. Und ganz rechts unten seht ihr von den Elementen, die in der Szene sind, die Details. Die sind natürlich pro Element unterschiedlich. Hier beim Landscape, das ist jetzt ein Streaming Landscape, seht ihr zum Beispiel den Ort, wo sich das befindet, also Location, Rotation und Scale. Also auch, ob es und wie es gedreht ist und ob es in irgendeiner Art und Weise skaliert ist. So, wir wollen uns als erstes mal anschauen, wie wir überhaupt im Viewport navigieren können. Und das Einfachste ist, mit der linken Maustaste könnt ihr euch hier, wenn ihr sie gedrückt haltet, umschauen. Mit dem Maus-Scrollrad könnt ihr zoomen, mit der rechten Maustaste könnt ihr euch hier frei bewegen. Und solltet ihr dann ein Objekt zu eurer Szene zugefügt haben, das könnt ihr hier zum Beispiel bei den Shapes machen, einfach via Drag and Drop ein Cube reinziehen, auf die F-Taste fürs Fokussieren klicken und sobald ihr fokussiert habt, die Alt-Taste gedrückt haltet, also nochmal Alt-Taste gedrückt halten, könnt ihr mit der auch zusätzlich gedrückten linken Maustaste um das Objekt euch herumbewegen, also orbiten. So, ihr findet zur Modifizierung der einzelnen Elemente hier oben diese einzelnen Buttons. So, oder hier habt ihr auch euer Pivot, mit dem ihr euch bewegen könnt. Also ihr könnt hier, sobald das als Pfeile dargestellt ist, könnt ihr die Elemente in den drei Achsen bewegen. Ihr kommt dorthin mit der Taste, also mit dem Shortcut W, wie Wilhelm, über den Shortcut E kommt ihr zur Rotation oder ihr benutzt hier oben das Rotationssymbol. Da könnt ihr rotieren. Ihr merkt, dass das alles mit Snapping versehen ist. Momentan wird das in 10 Grad Schritten rotiert. Einstellen könnt ihr das hier oben. Da ist einmal ein Fenster blau markiert. Da könnt ihr das Snapping an- und ausschalten. Das habt ihr bei der Bewegung genauso und bei der Skalierung auch. Und daneben befindet sich immer, in welchen Schritten ihr das bewegt, rotiert oder skaliert. Also wenn wir jetzt das Rotieren beibehalten wollen als Snapping und sagen, wir möchten es aber in 30 Grad Schritten, dann klicken wir hier oben auf die 30 und dann wird das Ganze in 30 Grad Schritten rotiert. Oder wenn wir es komplett ausschalten, dann geht das flüssig und sauber in jede Richtung. Steuerung Z, auch hier funktioniert das, um wieder zurückzukommen. So, also wir haben uns angeschaut, Skalierung, Bewegung, Rotation und Skalierung. Wir hatten schon einführend kurz davon gesprochen, dass ihr das auch findet hier recht beim Transform-Button. Und das seht ihr, dass die Location von dem Cube jetzt sehr, sehr weit off vom Nullpunkt ist. Um alles auf den Nullpunkt zurückzusetzen oder insgesamt um Elemente zurückzusetzen, findet ihr sehr oft in den Details diesen kleinen Rückwärtspfeil. Wenn wir da jetzt draufklicken, wieder auf F, sehen wir, jetzt befindet sich der Würfel am Nullpunkt. Bei der Skalierung habt ihr hier vorne noch das Schloss, was einfach dafür da ist, dass die drei Elemente miteinander verbunden werden. Wenn ich das schließe und hier jetzt zum Beispiel das Objekt ums Dreifache vergrößere, wird das auf alle angewandt. Auch das kann ich zurücksetzen. Unreal Engine arbeitet mit Zentimetereinheiten. Ihr habt hier ein Grid, diese einzelnen Würfel, ich verschiebe das mal gerade auf ein Objekt, sind immer 1 Meter groß. Also wenn ihr dieses Level-Raster habt, seht ihr, jedes einzelne Feld ist 1 Meter groß, da könnt ihr euch das schön zusammenrechnen. Und auch hier der Würfel, der jetzt mit der Skalierung 1 angegeben ist, ist einmal 1 Meter. In virtuellen Metern natürlich.
So. Was finden wir hier noch oben? Ah, den Kameraspeed. Ihr könnt euch mit den Gamer-Tasten bewegen. So, dafür müsst ihr die rechte Maustaste gedrückt halten und könnt mit WASD, also WASD, euch in der Szene bewegen. Das geht jetzt hier ziemlich schnell. Dafür gibt es hier den Kameraspeed. Da könnt ihr das verlangsamen oder schneller machen. Wenn ihr mal in so einem großen Open Worlds arbeitet, könnt ihr hier auch noch die Kamerageschwindigkeit multiplizieren, skalieren. Und ganz rechts daneben ist euer Viewport-Switcher. Da drauf geklickt, schaltet ihr zwischen euren Viewports um, könnt ihr dann auch wieder dahingehend maximieren, herunterschalten. Welchen Viewport ihr seht, könnt ihr auch hier auf der linken Seite einstellen. Hier ist jetzt der Backview. Was haben wir noch nicht? Backright. Wir könnten hier jetzt das noch auf den Left View einstellen. Mit der mittleren Maustaste bietet sich das hier in verschiedenen Viewports an. Könnt ihr Elemente ausmessen? So, das heißt, mittlere Maustaste gedrückt halten, ziehen und ihr könnt hier ein Maßband verwenden. Und das seht ihr auch hier. Das ist jetzt genau 100 cm hoch, unser Würfelchen. So, zurück. Was sehen wir noch auf der linken Seite? Also, wir sehen zum einen, in welcher Perspektive wir arbeiten. Wir können hier in viele verschiedene Visualisierungsmodi umschalten. Zum Beispiel könnten wir uns auch anschauen, wie würde das Ganze aussehen, wenn es jetzt kein Licht gäbe. Bietet sich auch an bei etwas schwächeren Rechnern und größere Szenen. Dann schaltet man einfach mal das ganze Licht weg, weil das die meiste Rechenpower braucht. Vieles davon werden wir uns im Laufe des Kurses anschauen, das brauchen wir jetzt nicht. Hier ist noch ganz interessant, sich anzeigen zu lassen im späteren. Zum Beispiel, wo sind die Collisions? So, und da sehen wir, die ganze Welt hier ist mit Collisions versehen. Ich schalte sie nochmal aus. Das bedeutet auch, dass wir zum Beispiel den Würfel hier anheben können und wenn wir den jetzt auf eine Collision setzen wollen, drücken wir einfach die Ende-Taste auf eurem Bildschirm und es wird auf die darunter liegende Collision gesetzt. Also Ende darunter, ziehen wir uns noch einen Würfel rein und setzen den darüber. Ja, sollte man dann auch treffen. Dann setzt er das auf den darunter liegenden Würfel, weil der auch schon mit einer Collision versehen ist. So, den löschen wir jetzt nochmal. Wir haben gerade den Pivot Point erwähnt, also der Punkt, der markiert, wie sich das Objekt zu seiner Umwelt verhält, also wo sich das Objekt befindet oder welche Größe das hat oder wie das gedreht ist. So, hier. Und ihr seht, dass sich momentan dieser Pivot Point immer in der Mitte des Objektes befindet. Ihr könnt das auch verändern. Dafür müsstet ihr Alt-Taste gedrückt halten, mittlere Maustaste und dann könnt ihr den Pivot Point ziehen. Das ist bloß temporär. Also wenn ich hier rausklicke und dann wieder das Objekt aktiviere, ist das wieder in der Mitte. Um das permanent zu machen, würdet ihr das an euren Punkt bewegen. Rechte Maustaste darauf, dann auf Pivot und Set as Pivot Offset. Ja, und wenn ich es jetzt anklicke, dann bleibt der auch euch dort erhalten. Es gibt noch einen Punkt, der mich an der Unreal Engine ein bisschen nervt. Wenn ich hier mich mit Alt und mittlerer Maustaste nach links und rechts bewege, ist das für mein Gefühl immer in die entgegengesetzte Richtung, wo das sein sollte. Deshalb gehe ich unter Edit in die Editor Preferences, gebe hier oben in die Suche Maus ein, nicht Mauser, sondern Maus und invertiere den Middle Mouse Pan. Das Fenster kann wieder geschlossen werden. Und wenn ich jetzt Alt, mittlere Maustaste und mich hier nach links und rechts bewege, bewegt sich das nach meinem Gefühl auch richtig so. Was wir uns mal noch anschauen können, das ist dieser kleine Button. So, das ändert unseren Gizmo, also wo sich der Pivot Point befindet.
zwischen einem Weltkoordinatensystem und einem lokalen Koordinatensystem. Der Unterschied ist folgender. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Objekt drehen möchte, so, ich drehe das jetzt um 30 Grad, sehe aber, dass sich der Pivot, ich nenne es jetzt bloß noch Gizmo, dass der sich gar nicht mitgedreht hat. Das liegt daran, dass der immer noch auf dem Weltkoordinatensystem liegt. Wenn ich jetzt möchte, dass der sich hier mit auf dem Objektkoordinatensystem bezieht, weil ich das aus irgendwelchen Gründen fürs Modellieren brauche, ändere ich das hier oben und jetzt hat das Objektkoordinatensystem angenommen und ich kann es darüber bewegen. Noch ein kleines Tastenkürzel. Also hier nochmal über E bewege ich das jetzt zurück. Ein kleines feines Tastenkürzel ist die Alt-Taste gedrückt halten und mit der linken Maustaste an eurem Gizmo ziehen und ihr stellt eine Kopie eures aktuell bearbeiteten Objektes. Wir hatten uns eingangs schon angeschaut, dass ihr hier ein Layout verwenden könnt, was das Classic-Layout ist, ein neues Layout. Ihr könnt euch aber eure Layouts auch selber zusammenbauen. Das sind alles Fenster, die miteinander verbunden werden können. So, ihr könnt zum Beispiel euren Outliner euch hier unten hinschieben, was auch immer ihr tun wollt, und geht dann unter Window, Save Layout, speichert euer Layout und legt das dann als Startlayout fest. Wenn ihr dann doch damit wieder ganz unzufrieden seid, ladet ihr einfach euer Classic Layout. Wir wollen uns jetzt mal ein neues Level erstellen, eine neue Map. Also eigentlich ist ein Level in Unreal eine Map. Ihr seht ja auch, dass das hier Maps heißt. Hier ist gerade schon die Sortierfunktion angeschaltet. Wie man sortiert, zeige ich euch hier. Also ihr habt hier beim Klick neben dem Suchfenster die Möglichkeit, nach allen möglichen Materialien, Texturen, Meshes und so weiter zu sortieren. Aktiviert ist gerade Level und Skeletal Mesh. Und jetzt möchte ich zum Beispiel noch nach Materialien suchen. Und da taucht hier ein Reiter mit Materialien auf und zeigt mir alle Materialien an, die hier drin sind. Wenn ich jetzt bloß nach Bricks suchen möchte, gebe ich hier Brick ein und der zeigt mir alle Materialien mit dem Namen Brick. So, wie lege ich jetzt ein neues Level an? Eine Möglichkeit ist, rechter Mausklick, hier Level auswählen. Zweite Möglichkeit, fast identisch, ist hier über Add neues Level. Wenn ich hier ein neues Level anlege, erscheint direkt eine Karte. Ich nenne das jetzt L underscore Main. Steuerung S und das ist gespeichert. Mit Entfernen kann ich es natürlich auch wieder löschen, so wie alles hier drin. Zweite Möglichkeit wäre, ihr geht hier über File, New Level. Der Unterschied hier ist, dass ihr vier verschiedene Level-Optionen angeboten bekommt. Wir starten jetzt mal mit einem Empty Level. Wir wollen ein neues Level erstellen. Ein Level erstellen wir entweder hier mit Rechtsklick in den Content Browser, gehen auf Level. Die andere Möglichkeit, die genauso aussieht, ist hier über Add Level. Wenn ich das anklicke, wird mir direkt ein neues Button mit dem Level erzeugt. Wir nennen das Level jetzt L Main One. So, mit Steuerung S wird das gespeichert. Die zweite Möglichkeit, ein Level zu erstellen, ist hier über File New Level. Unterschied ist, dass ich hier noch Auswahlmöglichkeiten habe, was in meinem leeren Level denn sein soll. Und ich nehme jetzt mal das ganz leere Level hier. Dieses ganz leere Level speichere ich direkt hier in der Anfrage. Ich nenne das jetzt L underscore main 02. So, da wird mir auch die Instanz erstellt. Mit Doppelklick lade ich das Level. Und unser Level sieht so aus, wie es aussehen sollte, nämlich komplett leer. Um uns jetzt Licht zu erzeugen, gehen wir unter Window in den Environment Light Mixer und erstellen uns ein Skylight, ein Atmosphärenlicht, eine Himmelsatmosphäre dazu, die passenden volumetrischen Wolken und ein bisschen Hintergrund. Und weil uns das natürlich noch nicht ausreicht an Welt,
gehen wir hier oben vom Selection Mode in den Landscape Mode und wird da diese grüne, tonnenähnliche Landschaft angezeigt. Im linken Fenster gehen wir auf Fill World, damit das auch bis zum Horizont geht, und klicken Create. Und wir haben eine uniforme, glatte Landschaft, und mit dem ausgewählten Sculpt Tool könnt ihr jetzt hier schon Hügel, Berge, ähnliches erzeugen. Mit gedrückter Shift-Taste könnt ihr auch in den negativen Bereich sculpten. Und das sollte es für heute erstmal gewesen sein.